Mann, oh Mann, Mario, was ging da am Mittwochabend bei dir in der Sendung wieder ab? Brücke sanieren hier, Brücke abreißen da und wieder Millionen Steuergelder, die verschwendet werden. Schlimm, 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 dieses Schweinfutter. Aber Mario, unter uns, ganz so schlimm, wie du es gestern in der Sendung erzählt hast, ist es dann doch nicht. Mario, komm mal mit, ich zeig dir das mal im Detail. Da sind wir also, die Maxbrücke. Fast 60 Jahre alt ist die gute und weil sie so alt ist, schauen immer mal wieder Sachverständige vorbei. Die schauen dann nach dem Rechten. Passiert so alle 5 Jahre. Und bisher war auch immer alles super. Als die Kollegen aber das letzte Mal da waren, das war vor 3 Jahren, hat man plötzlich festgestellt, ups, die Brücke kriegt nur noch die Note 3,5. Kennst du vielleicht aus der Schule. Hier allerdings heißt das nicht mehr ausreichend. Und jetzt, lieber Mario, wird's richtig kompliziert. Also aufgepasst. Um aus dem Debakel wieder rauszukommen, gibt es insgesamt 2 Pläne. Plan Nummer 1. Die Brücke wird generalsaniert. Das kostet 10 Millionen Euro und die Brücke besteht noch für weitere 15 Jahre. Plan Nummer 2. Die Brücke wird komplett abgerissen und für 20 Millionen Euro wieder neu aufgebaut. Dann aber kann die Brücke nochmal 60 weitere Jahre bestehen. Jetzt stellt man sich aber zu Recht die Frage, warum die Brücke vorher sanieren. Nun, die Planung für so einen Brückenbau kostet meistens viel Zeit, soll ja schließlich auch was Ordentliches bei rüberkommen. In ihrem bisherigen Zustand darf aber niemand drüber fahren. Also einfach die Brücke für ein paar Jahre sperren, bis es mit dem Bau so richtig losgeht? Nein, dann doch lieber eine Spur als keine Spur. Teuer wird die neue Brücke schon, keine Frage. Deshalb unsere Frage an dich, möchtest du uns bei deinen geschätzten 25 bis 150 Millionen Euro Vermögen nicht ein bisschen unter die Arme greifen? Dann darfst du später auch gerne mal mit deinem schicken Porsche bei uns über die Brücke fahren. Ganz ohne Stau, versteht sich. Aber Mario, bei einer Sache immerhin sind wir uns einig. Der Schippi Schörschle ist wirklich albern. Oder was sagst du, Schippi?